Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Signal vom Sturmgipfel anzunehmen bei Fizi Düftelbogen in der Provianischen Tundra an dieser Position. Ist die Folgequest von der Gnome hinter dem Trog. Nehmt die Quest an. Nun heißt es, springt in den Prototyp der ersten Staffel. Das ist dieses Flugzeug hier. Und nun darf man abwarten. Warum es bei der Quest heißt, nehmt das Schiff von der Valianzelfeste nach Turmwind, weiß sie nicht. Aber das sehen wir gleich. Normalerweise soll man dahin kommen, wo man hin muss mit diesem Flugzeug. Ich bin hier auch noch auf dem Patch-Server, deshalb ist es vielleicht ein bisschen verbuggt. Ich werde mal weiterfliegen und sobald ich im Landeanflug bin oder angekommen bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Hier bin ich schon in der Sturmgipfel. Man ist Richtung Drachenöde geflogen und dann gab es einen Ladebildschirm und man ist hier erschienen. Und wie man sieht, von Sturmwind ist nichts mehr zu sehen bei der Quest. Anscheinend war das ein Bug. Gleich sollte man landen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. Falls ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dürft ihr ihn gerne abonnieren, würde mich sehr freuen. Und nun liegen die noch ein bisschen, eine Ehrenwunde. In Position gebracht. Und da ist man auch schon gelandet. Quest ist abzugeben. Bei Getwi behauptet man Winkelfeder in die Sturmgipfel an dieser Position. Man ist automatisch hier hingekommen. Und hier sieht man auch diesen Getwi behauptet man ein bisschen unsichtbar. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao!